Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Car Mechanic Simulator 2018 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, der Anlasser, der sah nicht mehr schön aus, den kaufen wir lieber neu. Anlasser V8. So, wir sind immer noch dabei, den Kundenauftrag hier zu machen, den wir persönlich für uns zu einer Restauration umgebaut haben oder beziehungsweise umgestaltet haben, aus dem Grunde, dass ja, ich das einfach... Weiß ich nicht. Also, er möchte ihn einen neuen Glanz erstrahlen wissen und dann müssen, bauen wir hier wieder Teile ein, die eigentlich bloß noch zu einem Drittel heile sind. Das finde ich nicht so gut. So, Stabi-Typ B brauchen wir für Vorderachse. Stabi. B Vorderachse. So. Bauen wir den auch gleich ein. Zack. Alles Neue macht der Mai. Wir werden sehen, wo wir denn am Ende landen. Also, theoretisch, wir sind bei 202.000 vor dem Auftrag gestartet und machen wesentlich mehr als was der Kunde will oder als das, was der Kunde möchte. So ist das richtig ausgedruckt. Und jetzt so Schutzblech 3 Loch Vorderachse. Achso, das ist Hinterachse. Zweimal. War gerade ein bisschen verwirrt. Und da könnte es durchaus sein, dass wir jetzt quasi ein bisschen draufzahlen nachher am Ende, weil wir halt mehr Teile neu machen, als wir eigentlich bräuchten. Ne? Also, es ist einfach so, dass wir da jetzt gerade dabei sind, ein bisschen quasi übers Ziel hinauszuschießen, aber ich persönlich finde das ganz gut so, beziehungsweise also ich finde es besser, wenn wir die Teile wenigstens in einem, oder das Auto dann wirklich in einen Zustand bringen, wo es, ja, quasi wieder fast wie neu ist, ne? Kunde will nur ein paar bestimmte Teile, wir machen alles. Ich denke mal, der Kunde wird hoffentlich zufrieden sein und wir werden ihm dann bloß die Teile berechnen, die jetzt wirklich da sind oder so. Ich weiß ja nicht, wie das hinterher funktioniert, ne? Ob ich trotzdem die ganzen Teile bezahlt kriege für die Kosten, die ich jetzt beim Auftrag hatte, das weiß ich nicht mal. Und nach Radlager, die ich auch gleich zwei kaufen kann. Naja, gut. Beim nächsten Mal. So. Wie gesagt, wenn der Kunde oder wenn das nicht der Fall ist, wenn wir da jetzt ein bisschen drauflegen. Egal, wir haben dann aber trotzdem für mich persönlich habe ich dann die Beruhigung, dass ich das einmal richtig gemacht habe. Querlenker, VA und Typ B. Also brauchen wir zweimal. Machen wir gleich noch ein Radlager erstmal. Querlenker. VA und ein Typ B. Zweimal. So. Ja. Denn finanziell haben wir uns dann nichts auszustehen. Wir haben da drin noch einen Lambo stehen. Den könnte ich ja nicht mal reparieren. Und den mal dann verkaufen. Ich glaube, das bringt denn. Das würde dann erstmal die finanziellen Sorgen auf lange Zeit hier wegstreichen. Natürlich habe ich irgendwie vor, jetzt diese 50 Aufträge fertig zu kriegen. Wir sind jetzt bei Auftrag Nummer 39, soweit ich weiß. Und, na gut, im letzten Patch haben sie ja immerhin Auftrag 30 gepatcht oder beziehungsweise fertig gemacht, dass er einen Fehler rausgebaut. Keine Ahnung, ich hab's nicht mitgekriegt. Den Auftrag haben wir ja dann durch und von daher. Ja. Gut, also ein Dreivierteljahr nach Release. Nein, ein halbes Jahr nach Release. Ne? Wann ist das rausgekommen? Juli ist das rausgekommen. Glaube ich, ne? Juli oder Juni? Juli muss das gewesen sein. Da war ich ja auch so ein bisschen irritiert, dass das mal rauskam. Weil ich habe eigentlich immer so die 15, habe ich ja damals immer sehr, 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 sehr gerne gespielt. Muss ich ehrlich zugeben. Und, ups. Upsi. Und habe da auch sehr viele Stunden drüber zugebracht und auch das ganze dort Restaurieren der Autos, das fand ich richtig klasse. Dass man dort halt, achso, die müssen wir auch noch kaufen, ja. Dass man dort dann alles nach und nach sich auch erarbeiten konnte. Da konnte man die Werkstatt auch schon erweitern. Fand ich da noch ein bisschen logischer, weil man es damit Geld machen konnte und nicht mit irgendwelchen Levelpunkten. Weil dann hast du das Geld erspielt und hast es gekauft. Dann war es gut, ne? So eine Radnabe Vorderachse haben wir noch. Radnabe Vorderachse. Radnabe Vorderachse standen. So. Und dann war es gut und dann hat man das gehabt und nicht wie hier, dass man dann ein bestimmtes Level erst erspielen musste und so. Da habe ich mich aber schon mehrfach darüber beschwert, glaube ich.
Aber es ist halt eine Art und Weise, wie man die Spieler halt motiviert, doch dran zu bleiben und ein bisschen was zu machen und so weiter und so fort. Und diese Kampagnenaufträge gab es, glaube ich, im 15er auch, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Und wenn ja, habe ich sie, glaube ich, nicht gemacht. Also, da habe ich echt dann irgendwann bloß noch Restauration gemacht, ne? Im Auktionshaus irgendwelche Schrottkarren aufgekauft, Restauration und dann wieder verkauft. Ich glaube, da waren die Gewinnmargen noch nicht so hoch wie in dem Spiel hier. Hm, naja, gut. Da habe ich diesen Strich W124, den Ding, oh, das war noch richtig schön. Da habe ich mir extra das Ziel noch gekauft, damit ich mir den auch aufbauen konnte. Mercedes ist das. So, gut, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir jetzt am Auspuff fahren müssen. Und da brauchen wir Flexrohr, Mittelschalldämpfer, soweit ich weiß, und Endschalldämpfer, ne? Ja. Abgasanlage. Wir brauchen Endschalldämpfer V8 zweimal. Wir brauchen eine Mittelschalldämpfer zweimal. So, und jetzt weiß ich wieder nicht, was von Flammrohr oder Flexrohr ist. Flexrohr V8 Typ C. V8 ORV Typ C zweimal. Schön. Und die bauen wir dann hier alle mal feinsäuberlich ein. So. Super. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch schon alles durch und dann können wir uns hier um die Hinterachse kümmern und dann Kraftstofftank, den müssen wir mit Sicherheit kaufen, weil den können wir nicht reparieren. Kraftstofftank, so, bei der Kraftstoffpumpe, da bin ich mir nicht sicher, also die haben wir eigentlich mal sehr häufig repariert gekriegt und ja, hier auch wieder, sehr gut. Gut, dann kommt die Hinterachse dran. Blattfeder, sehr gut, repariert gekriegt, die Antriebswelle auch. Also ich denke mal, der Kunde wird schon zufrieden werden, wenn wir ihm das hier alles in 100% geben, ne? Dann kann er ihn ja quasi wie Neuwagen verkaufen. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob er den dann fahren möchte noch. So, hier brauchen wir zumindest zwei Blattfedern. So. Haben wir die jetzt gekauft? Nein, das Geräusch hat es nicht gemacht. Gut. Ich habe euch jetzt gerade irritiert. Ich habe die Escape-Taste wohl im Moment zu früh gedrückt. Und naja, gut, kann ja mal passieren. So, Befestigungsplatten brauchen wir zwei neue. Befestigungsplatten. Nee, die nicht. Die brauchen wir zwei neue. Und dann gucken wir mal, was wir bei den Bügeln repariert gekriegt haben gleich. Brauchen wir die auch gleich nach. So, repariert gekriegt, gar keinen. Also vier neue. Also hier. Ab, das waren fünf. Gekauft. Sehr schön. So, Stoßdämpfer, Hinterachse, 2 Rohr Öldruck. Stoßdämpfer, Hinterachse, 2 Rohr Öldruck. Zwei Stück. So, dran. Dann geht's los, der Achsschenkel. Den brauchen wir auch neu. Eieiei. Achsschenkel. Hinter. Oh Gott, jetzt weiß ich was. Typ B oder Typ C? Typ B. Das ist wieder so eine Sache, mit dem sich heute merken können, ne? Unmöglich. So, 4 Loch Trommelbremse brauchen wir. Hitzeschutzblecher. Hitze. Hier noch Trommelbremse zweimal, bitte. Danke. So, Radbremszylinder brauchen wir nachher 9. Bremsbacken brauchen wir keine neue. Steckachse brauchen wir eine neue. Stimmt, das ist eine kaputt gegangen. Beim Reparieren. Die haben gekriegt. Das habe ich im Auge gesehen. So, Bremsen, dann brauchen wir noch 2 Bremstrommeln. Also, jetzt brauchen wir einen Radbremszylinder noch. Und 2. Trommeln. So. Geht da gerade der einer mit der Musik durch? Oh ja, kleine Umlage dürfen wir nicht vergessen. So, dann gehen wir auf die Seite hier, dann bauen wir mal den Stoßdämpfer ein. Wupp. Dran. Dann die Blattfeder. Auch dran. Gleich erstmal die Umlagebuchse machen. Das darf nicht vergessen werden. So. Haben wir alles. Gut. Keine Teile mehr, aber jetzt Gummimuffen da.
Dann haben wir alle verbaut. Und noch ein Federbügel. Sehr schön. Gut. Der eingebuddelte Chieftainer. Der war zur Hälfte eingebuddelt, hat er mir gesagt, ne? Eine Steckachse muss man noch kaufen. Irgendwas war noch. Steckachse hinten. Hätten wir. So, Radbremszylinder. Bremsbeläge oder Bremsbacken. Und wieder zu Trommel. Die Musik ist zu leise im Mund. Wenn ich stummig stelle. Na egal. Ja, gut. Also das mit den Rädern müssen wir noch machen. Das könnte man nicht dann gleich jetzt. Ja, das würde ich jetzt gleich in Angriff nehmen. Da müssen wir dann mal gucken, welche wir hatten. Und dann bauen wir die einfach wieder dran. So. Und zwar hatten wir im Inventar. Nein. Hier müssen wir hin. Im Inventar haben wir Felgen. Indianapolis 14 Zoll. 4 Stück. Ja, die kaufen wir dann wieder. Indianapolis. Der BG. Da sind sie, Indianapolis. 14 Zoll. 4 Stück. Ja, 400 Dollar. Dafür das geht. So, und was hat er denn, was hat er denn für schöne Reifen gehabt? Inventar. Aufhängung. Wir hatten Reifen Classic 205-75-14. 205-75-14. Ja, die falsche Taste drückt. 205-75-14 Classic. Ja. 14. 205, 75, viermal. Das ist genauso viel wie die Felgen. Gut. Haben wir aber. So, dann zusammenbauen. Sehr schön. Dann auswuchten. Ja. Dann zusammenbauen. Ja, ja. Haben wir es ja nicht getroffen. Mal runter. Nehmen wir den nächsten. Oh, aber lange zum Auswuchten hier. Der Schaum tut dann aber nicht, ne? Große Schaum, ja, da hast du eine Animation. Das Schaum hast du keine. Dann müssen wir drauf achten jetzt hier, wenn er hochgeht und so was, dass die Animation, dass der sich dreht. Ist er mit den drei Griffen dran hier. Dreht er sich bis nach vorne. Und wenn wir jetzt den neuen nehmen und auswuchten wollen, einfach vorne dran. Keine Animation. Naja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Es war ja auch so hier bei dem Teil, dass du da teilweise keine Animation hattest oder dass du teilweise keine Geräusche hattest und so weiter und so fort. Am Anfang ging es auch Deutsch ja erst gar nicht, die Reifen aufzuziehen, ne? In der ersten Folge, da standen wir davor und wussten nicht, warum wir den Reifen nicht. Achso, einen müssen wir noch auswuchten, ne? Wussten wir nicht, warum wir den Reifen da nicht rein und nicht rausgekriegt haben. Mann, Mann, Mann. Konnte man dann auf Englisch umstellen, dann konnte man die Reifen machen, dann wird man sich auf Deutsch umgestellt, dann konnte man weiterarbeiten. Also wenn man das Spiel unbedingt auf Deutsch spielen wollte. Ah, das war schon nicht so einfach. Wir haben schon 10.000 reingesteckt in die Karre jetzt. Da kommt noch ein bisschen was. Da kommt noch ein bisschen was. Also die Karosserieteile, was war alles nicht reparat. Was wir nicht repariert gekriegt haben und sowas, das kommt ja alles noch. Na, da bin ich ja mal gespannt. Oder ob er mich abstraft und sagt, hier, das ist mir zu teuer, das will ich nicht. Auftrag nicht bestanden oder so. Kann ja auch sein, ne? Nichts genaues weiß man nicht. So. Aber wir können ihn schon mal wieder auf die Füße stellen, beziehungsweise auf die Reifen. So weit sind wir gekommen. Und morgen machen wir dann den Motorraum fertig. Und ich denke mal, dass wir dann auch bis zum Ende durchkommen bei dem Wagen hier. Wenn wir das Kipp-Minispiel dort fertig haben, oder Kipp-Hebel-Minispiel. Dann werden wir noch ein bisschen Karosserie machen, den Lack nehmen, den er uns vorschlägt, den er unbedingt dran haben will. Ich hoffe, er nimmt schwarz.
Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.